wird gestartet. Hallo, viele Grüße aus Luxor von der Sonnenklar TV MS Magic 2. Und das ist ja eines unserer Deluxe-Schiffe. Wir haben es vorhin bei Sonnenklar TV im Angebot gesehen. Und wir haben ja einige Deluxe-Schiffe. Und das ist sozusagen wie ein Roulette. Es entscheidet sich je nach Abflughafen, auf welches Schiff man kommt. Und da ich euch jetzt aber nicht alle Schiffe zeigen kann, zeige ich euch stellvertretend die MS Magic. Geht einmal von euch von oben hier auf dem Sonnendeck bis nach unten ins Restaurant und kann euch aber verraten, im Grunde genommen sind sie alle gleich, weil die müssen nämlich durch eine Schleuse fahren und die hat nur eine bestimmte Größe. Von daher haben sie alle die gleichen Ausmaße. Und das ist natürlich hier mein Lieblingsplatz auf dem Sonnendeck, weil man kann einfach das Nilpanorama beobachten. Wir stehen aktuell noch gerade in Luxor, aber in einer Dreiviertelstunde geht es los und dann fahren wir Richtung Esna durch die Schleuse durch, weiter nach Edfu und dann kommt Komombo und Assuan und dann geht es auch schon wieder zurück. Genau, bevor es wieder zurückgeht, fange ich überhaupt erstmal an und zeige euch ein bisschen und führe euch rum. Fertig? Okay, dann los. Also, Nilpanorama habt ihr gesehen, wir sind auf dem Sonnendeck und von daher her, zum Sonnendeck gehört natürlich ein Pool. Und den Pool seht ihr hier. Genau. Ist jetzt nicht besonders tief, also man kann jetzt nicht großartig seine Bahnen ziehen, sondern der ist natürlich zum Abkühlen gedacht, so dass man sich einfach mal gemütlich reinsetzen kann. Und auch vom Pool aus hat man natürlich diesen tollen Blick auf den Nil während der Fahrt, aber auch während der Steht. Genau, das ist der eine Teil vom Sonnendeck. Ihr seht überall Liegen im Hintergrund. Insgesamt gibt es 110 Liegen. Ja, merkt euch mal die Zahl, weil gleich, wenn wir in die Kabine gehen, sage ich euch das Verhältnis. Ja, da werdet ihr sehen, ui, man muss morgens gar keine Liege reservieren hier. Wie toll. Da hinten ist die Bar. Nadine, Kamerakind Nadine, komm einfach mal mit. Wir gehen ein bisschen nach hinten. Und genau, hier gibt es natürlich auch dann Liegen im Schattenbereich, hier gibt es viele Sitzgelegenheiten. Los, auf geht's, ja, sind ja hier nicht zum Spaß. Genau, übrigens, komm, wir gehen daher. Da fährt gerade ein Schiff vorbei, das gucken wir uns auch. Ja, ich kann euch dann natürlich jetzt so das Schiff von innen zeigen und das Sonnendeck, aber so sieht so ein Schiff ungefähr von außen aus. Das fährt jetzt auch gerade los Richtung Assuan, die gleiche Strecke, die jedes Nilkreuzfahrtschiff hier auf dem Nil fährt. Und ja, ich kenne dieses Schiff nicht. Moon Goddess. Okay, was auch immer. Keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht gut ist. Also wirklich schön. Übrigens, es ist ja der 5. November, wir haben aktuell 27 Grad, also eine absolut tolle Temperatur, nicht zu heiß. Gerade die Winterzeit ist ja super beliebt bei den Nilkreuzfahrern, weil man eben toll die Ausflüge machen kann. Und auf den Deluxe-Schiffen sind ja die Ausflugspakete schon inklusive. Das ist ja wirklich das Schöne. Genauso wie es All-Inclusive bzw. Ultra-All-Inclusive gibt. Und das Schiff fährt jetzt los und wir fahren in einer Dreiviertelstunde los. Also, gehen wir noch ein bisschen nach hinten. Genau, also ihr seht, viele liegen im Schatten, viele Sitzgelegenheiten im Schatten. Es gibt Liegen in der Sonne, also jeder kann sich wirklich da seinen Lieblingsplatz suchen. Gehen wir einmal was zu trinken holen. Übrigens, unsere Sonnenklar-TV-Schiffe sind alle Nichtraucherschiffe. Also in den ganzen Innenbereichen, Kabine, Bar, Restaurant, Lobby, ist Rauchen nicht gestattet. Nichtraucherschutz, finde ich super. Hier auf dem Sonnendeck darf natürlich geraucht werden. Von daher an alle Raucher hier oben, alle Nichtraucher, ihr könnt euch freuen, dass drinnen alles rauchfrei ist. So. Hier gibt es später Tea Time, Gebäck, Kuchen, Tee, Kaffee. Und den Spezialisten, den kenne ich schon 15 Jahre. Ja?
Ja. Das ist großer Chef. Nur bitte kleiner Chef. Du bist großer Chef. Ja, nur klein. Groß. Wie lange arbeitest du? How long do you work? Ja, it's a change. 15 years? Ja, 15. 12 oder 15 ja, Jahre? Ja, ja. Mit Sonnenklar. Ja, ja, sehr ja. Klar, ja. Hi, Fred. Mr. Mark. Ihr seht, das ist auch das Spezielle auf unseren eigenen Deluxe-Schiffen. Hier herrscht einfach eine gute Stimmung, ja, weil die Mitarbeiter schon wirklich die meisten über 10 Jahre mit dabei sind. Und die kennen unsere Sonnenklar-TV-Gäste ganz genau, die wissen, was sie mögen. Und dementsprechend haben auch die Gäste ihren Spaß. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal runter. Und dann zeige ich euch eine Kabine. So ein Nilkreuzfahrtschiff hat natürlich nur Außenkabinen. Und hier ist übrigens unser Drehteam. Ja, die arbeiten gleich schön weiter. Die haben schon mal die Drohne bereit. Mal gucken, ob wir die gleich fliegen lassen. Hallo Selma! Hallo! Hallo Lena! Hallo! Die mögen das so richtig gerne, das war sie filmen. Und da ist die Redakteurin Franzi. Hallo. Und Kamerakind Nadine. Hallo! Sieht so aus. So, weiter geht's. Hier ist übrigens gerade so wenig los, weil Essenszeit ist. Also wir sind ja hier eine Stunde weiter. Es ist gerade also 10 vor 2, 13.50 Uhr in Ägypten. Und die meisten Gäste sind unten im Restaurant beim Essen. Das ist natürlich passt hervorragend. Hier gibt es so kleine Shops. Hier kann man zum Beispiel diese Galabeas kaufen oder Kleider. Es gibt ja auf jeder Nilkreuzfahrt so eine Galabea-Party. Hallo. Wo man sich verkleiden kann. Genau, und dann kann man hier diese tollen Sachen kaufen. Übrigens auch für Männer. Ja, kostet so zwischen 5 und 10 Euro. How much? 10 Euro 15. 10, 15. Im Höchstfall 15. Das ist hier 8 Euro. 8 Euro, super. Ja. Du hast ein Geschäft hier, ja? Dankeschön. Wie heißt du? Ibrahim. Ibrahim hat ein Geschäft hier auf der Magic und bei ihm können Sie dann diese Sachen kaufen. Okay, super. Da drüben gibt es übrigens auch noch ein Schmuckgeschäft. Ja? Also, 18-karätiges Gold, alles was man möchte, kann man sich Kartuschen machen lassen. Hallo. Hallo. Alles. Ja, genau. Und hier steht auch direkt, was man spart. Ne? Nämlich die 19% Mehrwertsteuer. Und es gibt natürlich auch ein Garantiezertifikat. Ja, das ist genau. Und dann kann man solche tollen Sachen machen lassen, wie die Hieroglyphen von seinem Namen auf Kartuschen. Ja, jeder Buchstabe hat ja hier eine Bedeutung. Dieser Kartusch. Und dann kann man diese Kartuschen. Wir schreiben sind Name auf in Arabisch. Genau, da kann man sich dann sozusagen seinen Namen reindrucken lassen. Ist ein super schönes Geschenk. Für die Lieben daheim. Und diese Auge, dieser Horusauge, dieser beschützt vom Leid. Super. Und das Skorpius, dieser glücklich leben für Sie. Hier auch, okay? Nein, jetzt gucken wir nicht. Wir gucken später. Nein. Für die Kamera. Für mich für Sie. Schönen Tag noch. So, ich habe euch versprochen, ich zeige euch eine Kabine. Es gibt 61 Standardkabinen auf der Magic. Und davon ist die Hälfte ungefähr mit einem Doppelbett und die andere Hälfte ist mit Einzelbetten. Das ist zum Beispiel eine Kabine jetzt mit einem Einzelbett. Und vielleicht kann man bei der Buchung, das gilt für alle Deluxe-Schiffe oder für alle Nilkreuzfahrtschiffe, manche schlafen lieber auseinander, manche schlafen lieber in einem Bett, kann man natürlich auch zusammenschieben. Sie können es auch bei der Buchung angeben, indem Sie einfach sagen, lieber ein Doppelbett oder lieber einzelstehende Betten. Übrigens, wie auf all unseren Sonnenklar-TV-Schiffen, ja, ist natürlich nicht nur Sonnenklar drauf, sondern auch Sonnenklar-TV drin. Das gilt für Bademäntel, das gilt für Handtücher, das gilt für Aufsätze auf den Sitzen, das gilt für Duschcappi, ja, wenn die Damen lieber die geföhnten Haare nicht nass haben möchten. Kein Problem, das haben wir alles und das zeigen wir auch. So, das ist der Blick raus. Es gibt Nilkreuzfahrtschiffe, da kann man das Fenster aufmachen. Hier geht es nicht, weil der Magic, die hat geschlossene Fenster, aber Sie sehen einfach einen tollen Blick aus Ihrer Kabine, aus dem Nil, auf den Nil.
Und ja, das ist doch ganz schön. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Fernseher geht. Aber vielleicht können wir das mal zeigen. Weil es gibt deutsches Programm. Ja, es gibt nicht wahnsinnig viele Sender. Das hängt mit dem Satelliten zusammen. Weil hier nicht Astra ist. So, dann kann man durchschalten und dann gucken wir mal, ob wir ZDF finden oder ob das jetzt mal gar nicht funktioniert, wenn ich das vorführe. Aber das ist eben Facebook Live, da stehen wir zu. Anton Laubheimer hat damals. Ah, das ist doch das ZDF, Bares für Rares läuft da gerade. Also Sie sehen, das Bild ist gut, der Ton ist gut, man kann also auch auf dem Nil deutsches Fernsehen gucken. So. Badezimmer zeige ich euch auch. So sieht das Bad aus. Wer schon mal auf einem Hochseekreuzfahrtschiff war, der weiß, das ist ein Riesenbad. Ja, riesig groß, tolle große Dusche. So, und ich habe es versprochen, hier ist auch Sonnenklar-TV. Überall Sonnenklar-TV. Genau. Es gibt übrigens Föhn. Sie müssen also keinen Föhn mitnehmen. Genau. Handtücher, alles typische. Normale Stromspannung, also man braucht keine Adapter oder sonstiges. Man nimmt einfach seinen Rasierer oder was man auch immer braucht und nimmt die Sachen mit. Minibar gibt es auch, einen Schrank gibt es. Genau, den zeigen wir auch mal. Ne? Wir sind ja bei Facebook Live. Da können wir das mal zeigen. In dem Schrank ist ein Safe mit einer deutschen Anleitung. Hier steht alles auf Deutsch beschrieben, wie es funktioniert. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bügel drin. Rettungsweste. Wer es warm mag, gerne noch eine Decke, wobei die Klimaanlage lässt sich individuell regeln und kann man auch ganz ausschalten. So, ist in der Minibar was drin? Nee, Minibar ist leer. Okay, gehen wir weiter. So, eine Etage tiefer. Auf jedem Deck befinden sich übrigens Kabinen. Außer auf dem Sonnendeck natürlich, da befinden sich nur die Liegen. Wer möchte, kann natürlich auch draußen schlafen. Hier in der Ecke ist eine kleine Bibliothek. Oder es bietet sich an, hier Schach zu spielen oder Dame. Hier, die Kartenspieler werden es kennen von den Auflagen her. Viele Gäste lassen ihre Bücher da, die nehmen sie gar nicht erst mit wieder, sondern dass die nächsten Gäste, die kommen, dann auch schön was zu lesen haben. Dementsprechend, und da eigentlich nur fast nur deutschsprachige Gäste auf dem Schiff sind, sind eben auch ganz viele deutschsprachige Bücher da. Oder eben ein Fokus oder die Elternzeitschrift. Alles da. Ja, man muss nur herkommen. Genau. Einige Mitarbeiter sprechen Deutsch auf den Schiffen, natürlich nicht alle. Und ich zeige euch jetzt noch kurz was anderes. So. Kicker ab. Ein Kicker gibt es, wer gerne kickern möchte. Und natürlich einen schönen und wirklich auch sehr, sehr gepflegten Billardtisch. Also wer mal ein Spielchen machen möchte, genug vom Sonnendeck hat, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, ist herzlich eingeladen, einfach eine Runde Billard zu spielen oder zu kickern. So, Kamerakind Nadine. Gehen wir weiter runter. Wie gesagt, die Nilkreuzfahrtschiffe sind alle nicht besonders groß. Von daher bieten sie jetzt nicht das Wahnsinns-Entertainment. Das Entertainment ist der Nil und die Tempel. Deshalb macht man eine Nilkreuzfahrt. Genau. So sieht die Lobby aus. Hier hält man sich nicht so viel auf. Sondern hier kommt man rein und raus. Hallo. Das ist der Schiffsmanager. Ja? Genau. Und übrigens, wir sind in Ägypten, so kommen hier die ganzen Lieferungen an. Ja? Das wird noch per Hand hier reingetragen. Da ist sich niemand zu schade für. Hier wird richtig rumgeschleppt. Unter anderem in die Bar, weil das ist die Bar. In den Sommermonaten sitzen die Gäste natürlich eher oben. In den Wintermonaten abends, wenn es dunkel wird, dann kann es schon mal ein bisschen frischer werden. Dann sitzen die Gäste natürlich am liebsten drin. Genau, so sieht es hier aus. Hier werden auch die Infogespräche gemacht von den Reiseführern.
Hier ist eine kleine Tanzfläche und die Gäste lieben es auch wirklich zu tanzen. Hier wird dann Andrea Berg und Helene Fischer und deutsche Schlager gespielt und alle haben wahnsinnig viel Spaß. Bauchtänzer kommen, derwische, nubische Tänzer. Also hier findet auch jeden oder jeden zweiten Abend Programm statt, sodass es garantiert nicht langweilig wird. Genau, so sieht die Bar aus. Da hinten steht auch noch ein großer Fernseher. Da läuft jetzt auch das ZDF. Wenn zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaften sind oder große Sportevents, die werden dann hier auch auf den großen Fernsehern übertragen, sodass man in Gemeinschaft gucken kann. Das macht dann richtig Spaß und da herrscht dann auch eine ganz, ganz tolle und gute Stimmung. Ja, das ist praktisch schon das Erdgeschoss. Jetzt geht es noch ein Stück runter. Da gehen wir ins Restaurant. Falls die Verbindung abbrechen sollte, bleibt dran. Sie kommt danach wieder kurze Zeit später zustande. Ach ja, was ganz wichtig ist. Auf vielen Schiffen ist das Internet schon inklusive. Wenn man ein richtig stabiles Internet haben möchte, dann kann man sich hier an Bord für die eine Woche eine SIM-Karte für sein Telefon kaufen. Die kostet 15 Euro und hat mehrere Gigabyte und ist wirklich schnell, hat ein schnelles Internet, kann dann einfach die Karte reinstecken, kauft man an der Rezeption. 15 Euro ist ein super fairer Preis für eine ganze Woche Internet. Und auf dieser Tafel, man sieht es, Sonnenklar TV, hier hängen die Reiseführer immer das Programm aus. A, die Ausflugsmöglichkeiten, was man alles machen kann, aber zum Beispiel auch, was hier passiert. Ja, heute Sonntag mit AMN, 5.11. Frühstück von 6 bis 7 Uhr. Um 7 Uhr beginnt dann zum Beispiel Theben Westmetall der Könige, Hatschepsut-Tempel, Memnon-Kolosse. Und wir fahren extra früh immer los, damit unsere Gäste die einzigen sind in dem Tempel. So hat man die beste Möglichkeit, um Fotos zu machen. Steht drin, wann das Abendessen gibt, wann Cocktailparty in der Bar und so weiter. Also wirklich alle Informationen, natürlich immer auf Deutsch. Genauso wie unsere Reiseführer. Die sind übrigens auch gerade beim Essen, deshalb gehen wir jetzt schnell ins Restaurant und gucken mal, was die zu erzählen haben. Auf der Magic sind immer zum Beispiel drei Reiseführer, so dass eine Gruppe so aus ca. 30 bis 40 Gästen besteht. So, alle Gäste schon fertig. So sieht das Restaurant aus. Auch nicht groß, aber hier finden auf dem Schiff höchstens 140 Gäste Platz. Und was ist? Hier gibt es 140 Sitzplätze. Also es gibt nicht zwei Sitzungen, sondern alle können zur gleichen Zeit zum Buffet gehen, essen. Und das ist dann hier in der Mitte aufgebaut mit Obst, mit verschiedenen Warmspeisen, mit kleinen Pizzen, noch mehr Warmspeisen, Huhn, kartiertes Gemüse, auch ein bisschen immer was Ägyptisches, Dessert. Hier ist die Live-Station. Hier wird dann meistens frischer Fisch gemacht, frisches Fleisch, frische Pasta nach Ihren Wünschen. Und Salat gibt es natürlich auch und ganz viele Brotspezialitäten. Also es ist alles voll. So, die Gäste sind mittlerweile alle schon wieder hochgegangen, aber wer sitzt noch da? Unsere Reiseführer. Beim Essen. Ja? Essen können sie. So, ihr Lieben. Hallo Marc. So, stell mal kurz die Runde vor. Ja. Mahmut, Ahmed. Hallo. So, und die beiden kenne ich schon viele, viele Jahre. Wir kennen uns noch nicht so lange. Leider. Sag mal ganz kurz, wie lange arbeitest du schon für Sonnenklar TV? Seit 2001. 2001, also sind es 16 Jahre. 16 Jahre. So lange gibt es Sonnenklar TV schon und so lange arbeitet der Mahmut schon für uns. Wie lange bist du dabei? Ist auch das Gleiche. 16 Jahre. Auch 16 Jahre. So, und Ahmed? 2005. Okay, er ist Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3. Ja. Also, und wir arbeiten immer mit den gleichen Reiseführern. Und unsere Gäste lieben die Reiseführer, egal auf welchem Schiff sie sind. Egal, ob das ein Premium-Schiff ist oder egal welches Deluxe-Schiff. Weil sie haben Ägyptologie studiert, sie sprechen perfekt Deutsch, meistens vom Goethe-Institut, wo ihr das gelernt habt, oder? Ja, oder Sprachenfakultät. An der Uni. Genau. Sag mal ganz kurz, wie läuft das ab? Wie macht man eine Prüfung zum Reiseführer? Weil ihr seid ja nicht Reiseleiter, das ist ein großer Unterschied. Reiseleiter sind die im Hotel sind oder die unsere Gäste vom Flughafen zum Schiff bringen oder zum Hotel. Die Reiseführer sind die Ausflüge begleiten. Wir müssen erstmal Ägyptologie studieren.
und dann Prüfung bestehen. Entweder macht man so Diplome nach der Universität oder gleichzeitig. Und dann gibt es Prüfungen. Also das sind verschiedene Prüfungen und dann bekommt man Lizenz. Okay. Und wie lange dauert das ungefähr, bis man diese Lizenz bekommt? Also das Studium und Prüfung, alles zusammen? 2 bis 3 Jahre. Okay. Aber sehr intensiv. Und ihr seid ja nicht nur bei den Ausflügen dabei, wie auf einem Hochseekreuzfahrtschiff. Ja, da kommt man an einen Hafen, da warten unten Busse und da sind dann wir ein paar Reisen. Wir sind die ganze Zeit, die ganze Woche, wenn wir von 7 Tagen reden, dann wir sind die ganze Zeit auf dem Schiff mit den Gästen. Okay, habt also auch eure Kabine hier und ja, sitzt entweder beim Essen mit dabei oder abends mal in der Lobby, ja, falls Fragen sind. Deck, natürlich, ja. Genau. Wir sind die ganze Zeit erreichbar. Super. So, dann. Ja. Und ihr seid die ganze Zeit am Essen. Nein! Seid euch gegönnt. Nur gerade, du hast uns gerade. So, genießt es. Noch guten Appetit. Bis später. Schönen Tag. Ciao. So, jetzt gehen wir kurz zur Lobby, nochmal zur Verabschiedung und dann entlasse ich euch. Also ihr seht, hier herrscht eine richtig, richtig tolle Stimmung an Bord. Und das gilt für alle unsere Deluxe-Schiffe. Genau, hier nochmal, was es an Brot gibt. Und wirklich, unsere Reiseführer sind ganz, ganz toll. Und das ist wichtig, weil bei den Angeboten mit dem Deluxe-Schiff hat man ja das Ausflugspaket schon inklusive. Das heißt, man macht mit den Reiseführern die gesamten Ausflüge. Und die erzählen die Geschichte von jedem Tempel so anschaulich und so schön, dass es wirklich eine Bereicherung ist, denen zuzuhören. Und man klebt und hängt praktisch an den Lippen. Und zusätzlich gibt es dann noch Möglichkeiten, nach Abu Simbel zu fahren, eine Kutschfahrt zu machen, eine Ton- und Lichtshow bei denen zu buchen. Ist auch alles immer empfehlenswert. Ja, das war's eigentlich soweit. Hier herrscht jetzt Mittagspause. Und in Deutschland ist es jetzt auch 13 Uhr, Sonntagsmittagsessen. Deshalb wünsche ich euch jetzt einen guten Appetit. Schick euch viele Grüße vom Nil und würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, ob ihr demnächst nach Ägypten kommt. Dann kann ich es den ganzen Leuten nämlich sagen, dass ihr nach Ägypten kommt und vielleicht eine Nilkreuzfahrt macht. Also, bis dann, tschüss und ich entlasse euch mit einem Blick auf den Nil.